Hinweis 1, Information. Du bist wach. Gut. Wenn du alle 10 Hinweise gefunden haben tust, kommst du danach raus. Du haben 10 Minuten. Seht ihr? Da steht's wirklich drauf. Schau mal, was es zu bedeuten hat. Naja, ist jetzt auch egal. Dann werde ich jetzt mal hier verschwinden. Das geht ja, oder? Also, wie jetzt ihr seht, ich laufe durch mein Zimmer zur Tür. Ich versuche die Tür aufzumachen, geht nicht. Dann tippe ich einen Zahlencode 1, 2, 3, 4, die Tür geht immer noch nicht auf. Und hier, das ist mein Zimmer, aber ich finde die Hinweise gar nicht. Ist ja irgendwie sehr schräg. Okay, da sind aber auch ganz schön viele Sachen drin. Deswegen übersieht man auch was. Sherlock Holmes aber nicht, der weiß sofort, was los ist. Also ich habe überall gesucht und ich finde keine Hinweise. Ich glaube, das könnte ein Hinweis sein. Delfin, Uhu, Dackel, Elefant, Nashorn. Hinweis 2. Buchstaben 5 und Wörter 5. Schreibmethode. Okay. 5 Tiere aber. Bei manchen Tieren ist ein D am Anfang. Bei einem ist ein U. Aber am Ende ist auch wieder ein U. Bei anderen ist dann ein E und ein N. Bei diesen Buchstaben Anfang. Bei O, noch einmal, ist es dann das Ende. Und alle Buchstaben sind dann auch immer wieder gleichen, wieder gleichen Buchstaben. Und dann nochmal einen anderen Buchstaben, also einen anderen Wörtern. Und dann die gleichen Buchstaben. Und andersrum dann auch. Schau mich, ob was jetzt zu bedeuten hat. Ich hab's, wenn man die Anfangsbuchstaben der Wörter benutzt. Delfin, Hu, Dackel, Elefant, Nashorn, da gibt es D-U-D-E-N. Du. Denn das Wörterbuch habe ich sogar bei mir zu Hause. Ja, genau, richtig. Ja. Hinweis 3, Buch. Seht ihr da, wo Duden draufsteht? Und das gelbe Buch? Das ist also definitiv ein Duden. Ja. D-U-D-E-N. Ja. Oh ja. Okay, ich habe jetzt den Duden. Und da muss jetzt... ein versteckter Hinweis sein. Also noch einer. Also, der nächste Hinweis ist ja in diesem Buch. Die Hinweise kommen überall nacheinander. Aber erstmal diesen einen Hinweis, nachdem ich den anderen hab. Und ich finde ihn nicht. Hinweis 4, Schlüssel. Ah, ja, hier ein Schlüssel. Vielleicht kriege ich damit die Tür auf. Dann bin ich jetzt raus. Funktioniert immer noch nicht. Und der Schlüssel passt nicht mal da rein. Aber wo dann? Geldkasse. Geldkasse, ich habe eine. Hier habe ich den Schlüssel. Mal sehen, ob die Geldkasse auch so aufgeht. Leider nein. Dann muss ich den Schlüssel jetzt reindrehen. Und dann rein tun. Also andersrum rein tun und dann rein drehen. So wie ich das jetzt gemacht habe. Also so gar nicht. Und so doch. Okay, das Geld ist wahrscheinlich nicht das Hinweis, aber sonst was Weißes.
Schon wieder ein Zettel. Hinweis 5, das Schreiben auf Papier. Ah, da steht sogar was drauf. Guck im PC-Foto, Schrank braun. Okay. Ja, also jetzt suche ich nach dem weiteren Hinweis auf meinem Laptop überall pro App, aber finde nichts. Aber Sherlock Holmes würde es sofort finden. Das sofort lösen, ohne es zu suchen. Hinweis 6, Schrankfoto und PC. Ich habe was gefunden, und zwar ein PC-Foto, Schrank braun. Da habe ich drauf geguckt. Okay, ich weiß, wo das ist. Also ja, jetzt suche ich im Schrank nach Hinweisen, aber finde mal wieder gar keinen Hinweis, aber dann habe ich ihn doch gefunden. Aber das Ding ist, mal wieder sage ich es gerne, dass Sherlock Holmes überhaupt gar keine Hinweise brauchte, der beste Detektiv der Welt ist und er sofort alle Rätsel, Fälle und so weiter, die mysteriös sind, sofort lösen würde. Er braucht keine Hilfe, keine Hinweise. Er schafft das. Und ich brauche Hilfe, Hinweise und schaffe es dann trotzdem nicht. Aber dann hoffe ich, dass ich es schaffe, weil ich vorher Hinweise-Rätsel gefunden habe. Und danach dann weiter noch. Mal sehen, ob ich es finde oder nicht. Da ist was. Hinweis 7, Zettelzeichnung. Ich raus. Mache es dann auf. Verstehe. Ein Riesensitzdings. Da gebraucht und auf Ohrs. Auf Ohrs. Aber weil es dann Ohrs. Wieso auf ihm? Ah, natürlich Sofa. Ja. Hinweis 8, Pfeilrichtung. Ein Pfeil, der zum Nachttisch zeigt. Der Hinweis muss in diesem Handy drin sein, dann mache ich das jetzt mal. Ja, ich bin auch drin. Und muss dann in der Galerie drin sein. Ah ja, hier. Ja, das sehen wir. Hinweis 9, Handy mal Bildschreibung. Matratze. Auf, der ich hier bin. Klar, natürlich. Aber wieso denn das jetzt? Naja. Na dann. Also, ich habe eigentlich überall hingesucht und nichts gefunden, ne? Aber hier ist es ja schon. Hinweis zählen, Zahlencode, Türenregelung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, der Zahlencode. Ja, jetzt komme ich hier raus. Jetzt tippe ich Zahlencode ein. Und los geht's. Ja, hat funktioniert. Super, danke. Ciao.